Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior. Jawohl. Wir machen einfach mal weiter mit der Hauptmission. Oh, es lädt. Okay, cool. Anscheinend sind wir jetzt wieder auf einer anderen Karte oder so. Das Geile ist, ich habe vor der Aufnahme, weil ich mir so dachte, ja, wir spielen ja wirklich viel nachts. Habe ich mir einfach mal ins Bett gelegt und einfach mal morgens gemacht, mal wieder, damit es ein bisschen heller ist. Aber ganz ehrlich, jetzt lädt es wieder und wir sind gleich sowieso wieder in der Nacht drinne. Irgendwie verfolgt mich die Nacht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ah. Ja, und jetzt habe ich hier wieder einen Ladebalken. Richtig geil. Man kennt das ja von Sniper Ghost Warrior 3. Es ist mehr ein Ladesimulator als alles andere. Okay. Ja, hat man ja so ein bisschen Musik halt, ne? Kulturelle Musik aus Georgien. Aus Georgia. Naja, gut. Da kann man sich noch ein paar Hinweise angucken, wie die Atemkontrolle funktioniert. Ganz toll. Ja. Ich bin ja mal gespannt. Also, ich sag das ja jede Folge, aber ich bin gespannt auf den Multiplayer. Aber wird wahrscheinlich genauso Als ich ein Kind funktionieren. war, wanderte ich immer mit Aras durch diese Berge. Hast du je so eine Art Labyrinth gesehen oder betreten? Es gibt in diesen Bergen viele Höhlen. Viele von ihnen sind unerforscht und zu gefährlich zum Betreten. Obwohl, ich habe eine Idee, wo wir mit der Suche beginnen können. Gut geeigneter Ort, um Leute zu verschrecken. Und wahrscheinlich voller Supersoldaten in jeder verdammten Ecke. Zu Flossdorf zu kommen wird nicht einfach. Als wenn man sich in den Abgrund der Hölle bewegen würde. Ende. Also erst einmal, warum zur Hölle musste ich laden und bin jetzt einfach mal im anderen Versteck auf einmal? Hä, das macht überhaupt, also ich weiß auch nicht, manchmal ist das, sind das Übergänge, wo man sich fragt, warum. Wem es aufgefallen ist, der sieht, ich habe ein anderes Gewehr. Genau, ich habe nämlich die SVD ausgerüstet jetzt endlich mal. Hab dafür 29 Schuss, reicht das wohl? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es reicht. Brauche nicht mehr Schuss. Wofür? So, und kann eigentlich mal weitergehen und zwar zur Mission hin. Ich bin gespannt, wie die SVD sein wird. Eine SVD ist ja eigentlich halbautomatisches Gewehrchen und ach, mal gucken wir mal. Ach, gucken wir mal. Wir müssen ganz schön mal fahren. Warte mal. Ich öffne meine schlaue Karte. Oh, Jesus. Na, super. Ist das das Anfangsgebiet? Nein, das ist das zweite Gebiet, war das, ne? Was war das denn? Hä? Was zur Hölle war das? Und wo ist mein... Egal. Nicht drüber nachdenken, einfach machen. Das ist nämlich... Das ist halt so. Was ist das? Ich sag dazu gar nichts. Das ist ein Fall für... Naja.
das Radio noch angelassen. Ich sollte das vielleicht mal ausmachen. Wow, wow. Ja, okay, genug rumgeblödelt. Geh aus, Mann! Wieso ist es denn noch an? Labyrinth. Ich bin im echten Leben fast unsichtbar. 50, ja. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ah, hier lang. Ja, was will man machen bei so einer langen Autofahrt? Da muss man ja Radio hören. Weil das Radio ja in Cyberghost ja nicht wirklich funktioniert. What the fuck ist das denn hier? Okay, die Mission heißt Labyrinth, aber ja. I don't think so. Schauen wir mal. Halte für Überspringen, um einen Nahkampf anzunehmen. Hä? Sei ruhig. Junge, Maschinengewehr. Okay, wo war jetzt nicht so geplant? Ich habe jetzt nicht so richtig geachtet. Okay, ich spiele jetzt ernsthaft, ja. Das war jetzt ein bisschen schlimm gerade. Ups. Wollte ich gar nicht. Aber wie der Schalldämpfer verbraucht ist, einfach jetzt schon. Wartet mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe ja hier meinen... Oh, ja, doch, das war gut. Warte mal, so. Boah, Augen tun weh. Augen tun weh. Aua. Okay, ich sehe, glaube ich, keinen weiter mehr. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Mission ist. Ich muss hier einfach mal gucken. Aber ich habe das Gefühl, da geht's immer nur wieder raus. Okay, ich höre Wölfe. Der ist ja Wölfe, ja. Na okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Optional verhöre den Offizier. Um Infos zum Standort des Labors der Gesellschaft 23 zu erhalten. Aha, den Offizier. Wer ist denn hier der Offizier? Also ich muss unbedingt den Offizier verhören. Muss ich unbedingt. Die stehen aber nicht so gut, ne? Wie ich mir das gerne wünsche immer. Hm. Aber warum? Kampfstiefel, zwei Soldaten. Kurz wie viel gewesen, eine Patrouille. Ja, das steht in den Sternen, das weiß ich auch nicht. Das ist doch kein... Ja. Hui, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt töte da hinten. Die muss ich halt anders töten als sonst. Pornosammlung gegen einen Munitionsgürtel? Du willst Porno? Verdammt, ich hab's gestern weggegeben. Verflixt, diese alte Sowjetausrüstung zerfällt zu Staub. Ich schwöre, das Einzige, was hier funktioniert, sind die AKs. Willst du was noch Schlimmeres wissen? Klar, du kennst mich. Die Georgier haben gerade einen Haufen glänzender neuer Geschenke von den Amerikanern bekommen. Einen verdammten Scheißberg davon. Verdammte Schweine. Sie fahren amerikanische Fahrzeuge und schießen mit ihren amerikanischen Gewehren amerikanische Kugeln auf uns. Aber uns nennen sie Verräter. Oder nicht? Ohne die NATO als Babysitter hätte Georgien keine verdammte Chance gegen uns. Amen. What? Jetzt trennen sich ihre Wege? Ich mit.
Fällt er jetzt um oder bleibt er? Rede, wo ist dein verdammter Boss? Er ist im Lager. Dort. Tu mir nichts. Weil das ist gar nicht mehr so verkehrt, wenn ich die Leute auch ein bisschen verhöre, weil dann sehe ich wenigstens, wo die Gegner sind. Hello? Normalerweise? Okay. Die wollen nicht, dass ich die Spuren lese. Ich gehe mal eben hier lang, obwohl ich ja eigentlich weiß, wo ich hin muss. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist das denn? Voll das Labyrinth hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Irgendwie gibt's nur einen Weg. Ja, dann müssen wir mal gucken hier, ne? Ja, eine Spur entdeckt. Was ist denn da? Kampfstiefel, zwei Soldaten. Gut zu hier gewesen. An der Patrouille. Alright. Ach guck mal, da kommt man hoch. Dann kann ich bestimmt so ganz cool von oben so voll rumschniepern. Oh, oh, sieht er mich nicht? Ich bin unsichtbar für ihn. Ach ne, doch nicht. Doch nicht so unsichtbar, wie ich dachte. Hä, der hat mich doch gerade nicht gesehen. Okay. Der lässt auch irgendwie nicht ab. Kann man nicht irgendwie Steine werfen? Oh, er ist weg. Da sind ja viel mehr, als ich dachte. Das sind drei Stück. Das ist einer zu viel. Hat da jemand gehustet? Ist aber scheiße jetzt hier. Oh oh. Oh oh. Was für eine Taste war das denn? Ah! F. Ich habe Wurfmesser. Wir brauchen hier einen Sanitäter! Meldet, was ihr gefunden habt! Bestimmt keiner gehört. Reintötung. Oh Junge. Irgendwie mit Verbandskasten. Warte mal, man kann die AKs auch zerlegen, habe ich gesehen. Ah, steht zwar keine Taste dran, aber ich weiß, dass es U war. Ob es was bringt, keine Ahnung. Die wurde mir nicht mehr angezeigt. So, was ist los hier? Haben die schon wieder hier stehen, die Spuren? Okay, alles klar. Interessant, interessant. Wo geht's da denn hin? Ich muss da hoch. Aber irgendwie rutsche ich hier runter von diesem Baumstamm. Nicht so prickelnd, ja. Hä? Geh doch da einfach hoch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil wie soll ich den verhören? Ohne Witz. Ich schieb mal mein Hühnerauge nach oben. Ich hab das Ziel im Blick. Schaltet ihn aus. John, versuch ihn nicht sofort zu töten. Sonst musst du wohl alleine nach der Höhle suchen. Ja, ich werde dran denken. Verhören. Wie denn das bitte? Obwohl, ich weiß wie.
Hey, kommt der von selber? Wo ist deine Basis, Arschloch? Im Norden. Am Fluss. Ernsthaft? Das ist ein Gras. Grasgranate, genau. Die versprüht Gas. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Einen Stein werfen. Interessiert keinen. Interessiert auch keinen. Die bewegen sich, diese Dinger, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Hä? Wieso machen die nichts? Wisst ihr was? Wir haben noch nie hier eine Granate geworfen. Granate! Boah, sieht doch scheiße aus. Ernsthaft? Haben wir nur eine Granate reingeworfen, das war's. Und gleich schon so lustig wieder. Oh, der ist wieder nicht geplündert. Ja, also ist ganz witzig eigentlich. Hä? Hä? Hallo? Ach, dieses Spiel, ne? Wenn das nicht teilweise so verbuggt wäre, ne? Ja, ist voll. Da haben wir nichts mehr, ja mei. Ach, guck mal, hier liegt auch noch einer. Ganz vorbildlich. Ja, dann gehen wir mal weiter, wa? Ich kann mir ja vorstellen, dass ich gleich irgendwie in ein Minenfeld oder sowas laufe. Das wäre natürlich ganz witzig. Gegen das System. Ist ja nix. Vor allem, es gibt nur einen Weg, ja, und die nennen das Labyrinth, das Level. Geil. Einfach geil. Warum geht das nicht? Hä? Aha. Mein Gott, ey. Ich muss sagen, so interessant ist das jetzt gerade hier irgendwie nicht, das Level. Muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, geh. Geh doch einfach. Mein Gott, ey. Ich glaube, ich bin ja auch irgendwie mehr am Klettern als irgendwas anderes. Die Granate war irgendwie lustig, oder die Granaten. Je nachdem. Gucken wir, ob ich gleich mal noch einen Punkt vergeben kann. Weil ich bin ja eigentlich, ich habe ja wieder ein Level dazu bekommen. Oh. Hä? Ah, das ist genau unter dem Gebüsch. Ah, der hat mich gar nicht gesehen. Das war schon vorher so, glaubt es mir. Ich habe keine Ahnung, warum das Messer nicht dahin wollte, wo es rein sollte, aber alles cool. Tod ist tot. Gott. Also manchmal muss man echt sagen, so, was ist das für ein Spiel? Aber egal. Ich kann das nicht mehr kaputt machen. Warum? Ich will es kaputt machen. Das sind auch immer nur ein paar Patrouillen irgendwie.
kurz zu viel gewesen. Das ist ja ein Lauf doch, Kerl. Was sind das für Riesenschritte? Ja. Ja, alles klar. Oh, ich hab schon wieder was in der Geisterkategorie. Mein Gott, ey. Das ist ganz schön mühselig, muss ich sagen, das Level gerade. Ich kann das anders gar nicht erklären. Jetzt geht's ganz geradeaus. Hoffentlich ist der Weg richtig. Oh. Auf jeden Fall brauche ich immer das Scharfschützengewehr. Richtige Mexikaner hier vorne. Ich mach mal eben mit der Drohne. Hä? Da ist gar nichts los. Als wenn hier ganz lange nichts kommt. Da glaubt euch doch gar keiner. Hä? Okay. Von den zwei Soldaten. Irgendwie ist die SVD lustig. Ich weiß auch nicht. Aber lustig. Paul Verbogen. Von den Spuren hier hinterlassen. Ja, also ein bisschen langweilig das Level, oder? Dafür, dass es eine Hauptmission ist. Ja, doch. Ich muss schon sagen. Das glänzt überhaupt nicht gerade. Immer mal so ein paar Patrouillen dazwischen hier in diesem komischen Graben. Naja, vielleicht wird es ja jetzt interessant. Oh ja, im Wasser, wo man noch langsamer laufen kann. Damit man noch langsamer dieses Level hier macht. Damit man am besten ganz viel Zeit schinden kann. Weil eigentlich... Ich weiß nicht, jetzt kann man ja die ganze Zeit eigentlich gar nichts. Kein Gegner. Kann natürlich sein, dass sie gleich irgendwie nachspawnen oder so. Das ist legendär, das Wasser hier. Ah. Okay. Cool. Das ist so actiongeladen gerade. Ja. Ich glaube, hier hatten sie keine Lust gehabt, bei diesem Level irgendwas zu machen. Die haben dann gesagt, komm, lassen wir den Jungen einfach hier. Oder lassen wir den Spieler einfach mal in unserem scheiß Graben laufen. 30 Minuten lang. Wo dann noch nicht mal mehr Gegner sind. Ja, das ist ganz schön aufregend. Aber vielleicht passiert jetzt irgendwas, mit was ich gar nicht gerechnet habe. Lustig ist ja der Wellengang. Der hier drinnen ist. Okay, irgendwie habe ich jetzt viele Sachen bekommen. Das könnte es sein, John. Meine Güte, vorsichtig, was du dir wünschst. Aber endlich kriegst du ihn zu Gesicht, ohne dass er den Überraschungsmoment auf seiner Seite hat. Du weißt, wer und was er ist. Du musst es tun, John. Nur so kannst du die Gesellschaft 23 bloßstellen. Dränge sie aus dem Schatten. Jetzt, wo wir wissen, wer sie sind, können wir sie endlich bekämpfen. Verdammt, ich verstehe endlich, warum man jemanden eine Medaille anheften würde, damit es endlich vorbei ist. Was für eine Katastrophe. Kopf hoch, Marine. Hast du gut gemacht. Das ganze Team. Ihr alle habt gute Arbeit geleistet. Und Robert? Du hast keine Ahnung, was er durchgemacht hat, um an diesem Punkt zu gelangen. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß.
Ja, wo ist ein Scharfschütze, den ich nicht sehen kann. Sehr gut. Da ist irgendwas. Ich versuche mal mit der Drohne schon ein bisschen was zu entdecken. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, dass ich alle sehe, aber wenigstens ein ganz großer Teil. Der hat Bock auf mich. Warte mal, ich versuche mal. Ach scheiße, oder? Vielleicht klappt es doch noch. Halt, stopp. Wo sieht er mich denn auf einmal so gut, der Typ? Ich habe nämlich mal was vor. Ey, der kann mich ja voll sehen, ne? Der Lump. 208 Meter, Moment. Ich versuche nämlich was. Es gibt hier so eine geile Errungenschaft. Boah, ich bin mir selber weg. Ich sehe gar nichts. Warum sieht er mich denn? Na doch. 300 Meter. Moment. Oh, Junge. Es gibt nämlich eine Errungenschaft, 500 Meter jemanden zu killen. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier hinten am Arsch der Welt bin. Oh, er sieht mich. Das ist ja ein Wunder. Noch was Meter, das reicht nicht. Aber ich krieg's auch nicht hin, ehrlich gesagt, weiter wegzugehen. Ne. Ja. 328 Meter nur. Schade. Ich hätte nicht genug Fläche gehabt. Aber ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Also zumindest mein persönlicher Rekord. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, die Bewertungen irgendwo. Aber ich glaube, da geht noch gar nichts, weil online, wie gesagt, ist ein bisschen, ja, ein bisschen in Vergessenheit, glaube ich, geraten. Vielleicht denken die sich, okay, wir sind damit jetzt fertig. Können wir schon mal an Sniper Ghost Warrior 4 arbeiten. Ja, das Schlimme ist ja auch einfach, hier passiert ja wirklich gar nichts gerade. Warte mal. Ich habe ja eigentlich schon was markiert. Eventuell. Ah, die SVD finde ich wirklich nicht schlecht. 170 Meter. Oh, Moment mal, das könnte vielleicht klappen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen hier auf einem Sniper-Trip gerade. Ich versuche jetzt echt diese Errungenschaft auch zu bekommen. Das bietet sich gerade damit richtig an, aber. Aber ich glaube, hier vorne, das ist noch keine 500 Meter. Ich müsste echt bis da hinten hin, glaube ich. Dann ist auch noch die Frage, ob ich den sehen kann. Bis jetzt kann ich nämlich gar nichts mehr sehen. Ich sehe den auch gar nicht mehr. Ich glaube, der ist weggelaufen. Aber gut, der kommt bestimmt dann nochmal hin. Ich guck mal, ob das ausreicht. Aber 320 Meter. Nur. Komm ich irgendwie hoch? Oh, das wäre so toll. Aber I don't think so. Komm schon. Wie viel haben wir? Reicht nicht. Das ist eine ganz miese Ecke hier. Oh, schade. Ja, aber es soll nicht sein. Moment. Nein! Was ist, hat so ein bisschen was von Minecraft gerade. Ich glaube, da gab es auch so welche Maps, wo man da rumspringen musste. Hast du es nicht geschafft, bist du runtergefallen.
Minecraft. Ach, leck mich doch an. Vielleicht komme ich andere Seite irgendwie hoch. Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Oh, das sieht ganz gut aus. Naja, das ist da wieder. Oh komm! Dieser eine Pixel da. Ey, der will mich. Oder kann ich so rumdrücken, wie ich will hier? Ich komme da nicht hoch. Gehe ich einfach mal hier diesen Weg lang. Vielleicht klappt das ja. Ja, das klappt ganz gut. Boah, scheiße. Wo ist der Typ jetzt? Das reicht nicht. Verdammt. Meter nur. Nein! Es sind nur 400 Meter. Ich muss da hoch. Ach Mann. Da brauchst du ja wirklich eine Fläche, wo einfach mal gar nichts steht. Ich frage mich, wie man das hinkriegen soll. Also da hoch komme ich definitiv nicht. Ja, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Mit schweren Herzen. Ich hätte es gerne gemacht. Ja, aber das funktioniert so nicht. So. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen eine Attacke in dieser langweiligen Runde, in dieser langweiligen Mission. Vielleicht kommt ja gleich ein bisschen mehr Action dazu. Aber bis jetzt. Bis jetzt sagt Computer nein. Sieht er den nicht? Kann ich schlecht sagen. Ich hätte vielleicht nur doch mehr Schuss mitnehmen sollen. Aber so ist das. Bin drin. Gut. Finde die Dokumente. Sie sollten hier irgendwo sein. Vielleicht solltest du auf den Festplatten nachsehen. Könntest du etwas genauer sein? Separatistenberichte und Befehle könnten hilfreich sein. Und John, pass auf dich auf. Das war's. Oh, Amor. Ja, und hat dann irgendwo rechts einen Schussloch. Ergibt Sinn. War das jetzt eine Kamera? Was? Feind ausmachen und neutralisieren! Da hinten ist nur einer alarmiert. Feind im Blickfeld! Okay, hier sind anscheinend ein paar mehr. Hab zu sehr in das Bienen lässt sich doch. Seid ab der Hut vor feindlichen Bewegungen! Ich würde mal auf Skills gucken eben. Haben wir 11 Punkte mittlerweile. Juhu, jetzt habe ich das auch. Also 5 Punkte, das reicht nicht. 1 Punkt, ja super. Wo sind wir? Hello, can you hear me? Ich kann ihn nicht sehen. Ich bin
Zentrum durchbrochen. Wir haben einen Eindringling. Ich habe das Gefühl, die Waffe schießt nicht, denn wenn ich sage, schießt er. Was für ein Ding? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Kannst du davon nicht mehr tragen. Hallo? Mann, er ist einfach verschwunden. Das sage ich dir. Einfach verschwunden. In Deckung bleiben! Oh Scheiße, es ist einer von uns. Wir haben einen Verletzten. Okay. Optional finden die Dokumente. Juhu, Kameras gehackt. Wahnsinn. Oh, da war noch einer. Oh, kommen die hier nochmal raus? Ach, nee. So. Mal raus, gönn schon mal mir. Glaubt ihr, er ist noch da draußen? Nein, ich glaube nicht. Okay, ich muss Dokumente finden. Was schreit der denn? In Deckung! Na gut, ich war jetzt diesmal nicht so vorsichtig wie sonst, aber es wurde auch echt langweilig, muss ich sagen. Ah, naja, gut, jetzt ist ja alles in Ordnung wieder und jetzt kann man ja mal ein bisschen rumgucken. Aber irgendwie gibt es hier auch gerade. Defensivpositionen! Jetzt gerade nicht so die Welt hier. Ja. Keine Dokumente. Ich kann die nicht sehen. Ich auch nicht. Erkundungsmodus, sagt das Spiel mir. Ah, ich kann da glaube ich hochklettern. Aber ich möchte ganz gerne die Dokumente auch haben. Eigentlich. Ich weiß nicht. Halt, stopp. Gebiet ist sauber. Hab ich irgendwas übersehen? Ja, ein Gebiet ist sauber, ich war nie da. So sieht's mal aus. Externe Navigation, ist das der Server da? Ah, ich glaube. Boah, ist das weitläufig hier, also. Ich gedacht, das wäre es jetzt gewesen, aber nein. Wo sind wir? Winifred? Hä? Und was? Sinn. Ach so, okay. Ja, okay, cool. Ich bin ein bisschen, ja, verwirrt, möchte ich fast behaupten. Aber hier gibt es noch so viele Sachen zu entdecken und zu erforschen. Ach, scheiße. Hier ist ja auch noch mal ein Büro, aber hier sind überall Büros, ey. Oh Gott. Profil aktualisiert. Ah, das ist ein Verbandskasten. Hä? Hat das irgendwie Sinn, was man da hinkommt? Hä? Oh. Okay.
Hui! Ich bin mal ein bisschen außerplanmäßig unterwegs. Ich meine, ich habe hier noch ein bisschen was vergessen. Hier war ich doch schon, ne? Ja, hier war überhaupt nichts drin. Wieso? Warum? Weshalb? Ach, da! Okay. Explosive Teile habe ich schon mal. Ob ich die jetzt brauche, ist eine andere Frage. Erstaunlich. Hä? Externe Navigation. Warum sind hier so komische Gänge hier? Na super. Ich muss sagen, ich kletter hier rum wie so ein kleiner Affe. Charlie, der kleine Affe. Generator. Feind markiert? Was habe ich denn gemacht? Warum habe ich denn jetzt... Ich weiß es nicht. Ich bin ganz schön in der Nähe davon, ne? Von diesen Rüpels. Generator. Das Ding haben wir schon. Hier geht's irgendwie noch höher. Ach, interessiert mich doch alles gar nicht. Bums. Wir haben einen Verletzten. Was für ein Ding? Der ist besoffen. Es befindet sich feindliche Person. Okay, er guckt mich an mit seiner AK und sagt erstmal, es befinden sich feindliche Personen. Ah. Geil, oder? Wer macht denn da so komische Geräusche? Hä? Irgendeinen habe ich hier noch nicht gesehen. Irgendeiner fehlt mit meiner Pokémon-Sammlung. Aber ich sehe den halt auch einfach mal gar nicht. Ja, hier ist wieder so ein toller Behälter. Wo ist denn der Lausebub? Ach, da oben. So, Ruhe hier. Hoffentlich. Aber ich habe immer das Gebiet noch nicht gereinigt. Das bedeutet also... Genau. Das bedeutet... Ja, also... ja. Das muss so. Explosive Teile. Wow, das war einer von den ganz großen. Die mit den... Oh, jetzt ist Außenposten gesichert. Ach, der hat so komisch geredet. Natürlich kann ich seine Waffe nicht nehmen. Komm.
super. Ja, ich kann das Gewehr nicht nehmen. Das hatten wir in der einen Mission ja schon gehabt. Was ich total toll finde, dass man die Gewehre von den Leuten hier nicht mitnehmen kann. Was ist das für eine große Fläche hier, ey? Wir müssen noch die anderen Dokumente finden. Das ist zwar optional, aber ich glaube, das gibt uns noch mal ein bisschen was dazu. Jetzt findet man hier die Klamotten, ey. Ah, da geht's ja noch höher. Ich komme da schon dahin. Früher oder später. Ach da. Also wirklich, ich muss sagen, die Mission ist ganz schön öde. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber die ist richtig öde. Oh, jetzt kommen bitte Dokumente. Oh. Nix Dokument. Warum denn nicht? Heinz Erhard. So. Was ist das denn da für ein Pfeil? Da ist ein Pfeil, ist da. Keine Ahnung, was der. Ach, der ist der Pfeil. Ich weiß nicht, was der mir sagen soll, aber irgendwie finde ich die Dokumente nicht. Ich will die anderen Dokumente auch noch finden. Verflucht nochmal. Oh, egal. Okay, war doch nicht egal. ich glaube, da ist noch ein Büro vor uns irgendwo. Warte, warte. Also Gegner sollten ja jetzt hier angeblich keine mehr sein. Nee. Auch nicht. Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Das ist schlecht. Ja, ich finde keine Dokumente, ne? Ja, irgendwie habe ich die verpasst, glaube ich. Ja, da drinnen ist ja jetzt der Typ zu finden. Also irgendwie habe ich da jetzt was verpasst. Ach, verdammt nochmal. Das kann doch nicht sein. Das war doch so ordentlich immer. Da war ich doch schon drin, ne? Hier ist nix. Das sieht auch nach nichts aus. Vielleicht ist das auch da in diesem Raum da gleich drin, ne? Aber es ist optional und optional, das ist nicht immer. Hier ist der Erkundungsmodus, der mich die ganze Zeit nervt. Hä? Ich habe die Dokumente, die du wolltest. Verstanden, Jonathan. Oh Junge, jetzt habe ich es endlich. Oh, ey. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert. Hui. Egal, ich kann das alles ab. Ich glaube, die Gesundheit generiert sich sowieso immer. Sieht komisch aus hier. Ich spritze mir erstmal was. Was ist das für ein Meth-Labor hier? Ist das ein scheiß Ernst? Ja, es ist ein Ernst. Oh, gibt's doch gar nicht. Jetzt steht er mir mitten im Weg hier, oder was? Oh, Jesus.
Weil ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt einen von denen töten würde. Bestimmt Mission verloren direkt. Die gehen so federleicht auf die Tür. Hände weg vom Keyboard. Keine Bewegung. Umdrehen. Langsam. Sie gehören nicht zur Gesellschaft 23. Ich stelle hier die Fragen. Eigentlich war das keine Frage. Verarschen Sie mich nicht. Sagen Sie mir, wo Sie Professor Sergej Flostow festhalten. Dann schieße ich ihn nicht ins Knie. Sie sprechen mit ihm. Jetzt würde ich, wenn Sie erlauben, gern wissen, was Sie von mir wollen. Warum arbeiten Sie für Sie? Ist das nicht offensichtlich? Ich mag es nicht, erschossen zu werden. Haben Sie gedacht, ich würde diesen Rowdies absichtlich helfen? Niemals! Die haben mich mit vorgehaltener Pistole entführt. Sagten, sie würden mich in kleine Stücke schneiden, wenn ich ihnen nicht helfen würde. Was wollten Sie von ihnen? Eines meiner vielen Spezialgebiete ist die Virologie. Sie wollten, dass ich ein virales Mittel entwickle, um bestimmte genetische Mutationen in Menschen auszulösen. Sie verwendeten es, um die Kampffähigkeiten ihrer Soldaten zu verstärken und verliehen ihnen damit übermenschliche Stärke, verbesserte Ausdauer, erhöhte Reflexe und dergleichen. Wie viele Soldaten haben Sie verstärkt? Vermutlich so viele, wie Sie wollten. Sie haben mich nicht auf dem Laufenden gehalten. Erzählen Sie weiter. Kürzlich musste ich Sie bei Ihrer psychologischen Konditionierung unterstützen. In dieser Gegend scheinen gute Ärzte wirklich rar zu sein. Psychologische Konditionierung? Sie meinen Gehirnwäsche? Ich glaube, Sie gucken zu viele Filme. Nein, es war eher psychologische und emotionale Manipulation, um das Subjekt dazu zu bringen, gewisse Dinge neu... Subjekt? Beschreiben Sie es. Schein an North. Melde dich, John. North, Labor ist sicher. Hab Flostow gefunden. Gute Arbeit, John. Der Mossad steht in deiner Schuld. Ich stehe in deiner Schuld. Ich bin bald da. Verstanden, North. Ende. Erzählen Sie mir von dem Subjekt. Oh, ja. Er war wirklich stark. War gut zu sehen, dass er sich widersetzt hat. Wie hieß er? Wie er hieß? Keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass er Amerikaner war. Der derben Sprache nach vermute ich, es war ein Soldat. Ein älterer Herr. Graue Haare. Mist. Nicht Robert. Als klar wurde, dass er nicht nachgibt, haben sie ihn weggebracht. Wohin? Die Wachen haben über das Schlachthaus geredet. Ich schätze, dorthin bringen sie alle Gefangenen, bevor sie... Nun ja, sterben. Scheiße. Raquel, wo bist du? Habe gerade die Höhlen betreten. Bin bald da. Gut, ich sehe einen Ort, den Sie als Schlachthaus bezeichnen. North Ende. Meine Kollegin wird bald hier sein. Tun Sie alles, was sie sagt. Und ich habe ein neues Gewehr sogar freigeschaltet. Wie cool ist das denn? Raquel, bitte melden. Auf dem Weg zum Labor. Ankunft in 20 Minuten. Flostow ist dein. Sichere die Anlage und verhindere die Zerstörung jeglicher Ausrüstung. Verstanden. Ende. Weiter an dich, John. Im Labor. Mit Flostow. Warte auf Raquel. Abbruch. Die dringende Rettung des amerikanischen Soldaten im Schlachthaus ist nun oberste Priorität. Flostow kannst du Raquel überlassen. Hol unseren Kerl da raus. Verstanden. Ende. Ja, und darum war das jetzt auch das Stichwort, das Ende, weil wir sind auch mittlerweile mit Überlänge. Und deswegen, bis dahin, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.